Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Heute möchte ich ein Versprechen einlösen. Was genau meine ich, erkläre ich euch gleich kurz. Vorab, ich gehe davon aus, dass jeder weiß, was eine Donation ist. Die meisten kleinen und großen Streamer haben bei sich eine Donation eingerichtet, so habe auch ich das gemacht. Und in meiner Streaming-Beschreibung steht A, dass ich eine Donation nicht für selbstverständlich halte. Und B, und das ist mein Versprechen, dass jede Donation ausschließlich dafür gedacht ist, dass die Qualität meines Streams oder meiner YouTube-Videos ein bisschen verbessert wird. Und dieses Versprechen möchte ich heute einlösen. Natürlich noch eine kleine Information vorweg, das soll jetzt keine versteckte Botschaft an euch irgendwie sein, bitte donatet mir. Darum geht es gar nicht. Ich möchte einfach mal den Leuten Danke sagen, die mir schon donatet haben. Ein großes Danke an YouTuber mit Herz und Seele, der hat mir die allererste Donation überhaupt rausgehauen, und an Chris89, der hat mir 2x15 € in einem Livestream rausgeballert. Wie das Ganze aussieht für die, die das nicht wissen, zumindest wie das bei mir aussieht, so sieht das Ganze aus. Ist eine feine Sache, kann man einen schönen Text noch drunter schreiben. Gönn dir, hat Chris da reingeschrieben, fand ich wirklich richtig, richtig geil. Um was geht es jetzt eigentlich ganz genau? Wer regelmäßig meine Streams verfolgt, kriege ich es jetzt eigentlich noch hin, vielen Dank. Wer regelmäßig meine Streams verfolgt und je näher sich der Tag dem Ende nähert, desto dunkler wird es natürlich und desto ungünstiger ist mein schönes, zartes Gesicht ausgeleuchtet. Und deswegen habe ich mir so einen absolut tollen Karton bestellt, mit Inhalt natürlich. Der Inhalt ist folgendes: Ich habe mir eine Streaming-Lampe bestellt, habe ich bis jetzt nicht gemacht. Warum? Ich hatte bis jetzt irgendwie die Befürchtung, wenn ich mir so eine Streaming-Lampe hier irgendwie vor die Fresse halte, dass das beim Zocken irgendwie stört und mich erblendet. Und ich dachte mir, komm, versuchst du das Ganze einfach mal. Das ist jetzt nicht die hochwertigste und nicht die teuerste. Natürlich ist auch ein bisschen Geld von mir damit investiert. Das ist natürlich logisch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf irgendwelche Donations warte, damit ich mir endlich was Neues kaufen kann. Darum soll es, wie gesagt, nicht gehen. Ist einfach nur ein Dankeschön an die Leute, die da schon mal was rausgehauen haben. Und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, dass das Geld wirklich so angelegt ist, dass ich versuche, irgendwo hier die Qualität ein bisschen zu verbessern. Wie gesagt, es geht um die Beleuchtung. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal anschließen, aufstellen. Dann verdunkle ich mal schnell den Raum, zeige euch, wie die Lichtsituation ohne diese Lampe ist und dann mit. Dann gucke ich einfach mal, wie der Unterschied ist, und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist er auch schon wieder. Zimmer ist komplett abgedunkelt. Das ist jetzt ungefähr die Beleuchtungssituation, wie ich sie jedes Mal habe, wenn es dann nachher dunkel ist. Nachteil ist natürlich jetzt, ich musste meine Monitore ein bisschen weiter auseinanderziehen, damit die Streamingleuchte Platz hat. Und wie man jetzt sehen kann, ich mache jetzt einfach mal diese Live-Szene, so wie sie aussieht. Und je nachdem, wie gerade die Lichtverhältnisse, auch die Lichtverhältnisse von den Nanoleafs im Hintergrund ist, je nachdem, wie stark die in welchen Farben leuchten, irritiert das natürlich die Webcam auch ein bisschen. Dadurch bin ich manchmal deutlich schlechter ausgeleuchtet. Gehen wir zurück zur Moderationsszene. Ich zeige euch jetzt mal den absolut gewaltigen Unterschied, wenn ich die Streamingleuchte anmache. Bis gleich. Unterschied ist festzustellen, ist, denke ich, nicht von der Hand zu weisen. Was ich richtig geil finde, dass die Farben der Nanoleafs jetzt deutlich besser zur Geltung kommen. Die haben sonst, das Licht war so gestreut und deswegen sah das irgendwie ziemlich bescheiden aus. Also in der Streaminglampe sind 96 LEDs verbaut und da ist ein kleiner Diffusor drüber. Dadurch blendet es nicht so stark, wie ich eigentlich vermutet habe. Das Einzige, gerade für Brillenträger, man braucht eine verdammt gut geputzte Brille, ansonsten streut das Licht ein bisschen in den Gläsern. Das ist ein bisschen belastend. Wenn ich aber dauerhaft konzentriert auf den Monitor schaue, ist das eigentlich eine richtig feine Sache. Blendet nicht zu dolle. Man kann an dem Winkel noch ein bisschen rumexperimentieren. Gerade weil ich über mir eine weiße Dachschräge habe, kann das sein, dass es vielleicht dadurch ein bisschen besser das Licht streut, ohne dass ich es mir direkt in die Fresse ballern muss. Ist eine feine Sache. Also wie gesagt, danke nochmal dafür. Das soll es von mir soweit gewesen sein. Sollte übrigens jetzt kein Unboxing oder so sein. Einfach nur nochmal ein Dankeschön. Und den Leuten, die mir bis jetzt donated haben oder es vielleicht in Zukunft vorhaben, dass ich das nicht für irgendeinen Scheiß ausgebe. Also, wie gesagt, Daumen da lassen würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten Mal. Ach, übrigens für die Streamgeiling, für die Streamgeilen unter euch, wer das Video heute zum Samstag noch live sieht, der darf sich morgen auf den nächsten Livestream von Apex Legends freuen. So gegen 11 Uhr wird es wieder soweit sein. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.